Wir spielen zusammen. Hallo, hier ist das Zweikampfsofa und wir spielen gar nicht. Oh mein Gott, wir haben ein Tech-Video. Jawohl, ein Tech-Special, du klapperst so. Ja, wir wurden getaggt von? Zockerman 123, 123. Zockerman 123, yeah baby. Der hat ein paar Fragen mitgeschickt, die wir jetzt versuchen zu beantworten. Der hat 10 Fragen selber beantworten müssen und hat sich dann lustigerweise 10 weitere noch dazu ausgedacht. Und wenn das jeder macht, dann hast du, glaube ich, 5 Ja, vor allem, Klugscheißer-Modus an. Tech-Videos macht man ja eigentlich, um gleiche Meinung von unterschiedlichen Let's Playern zu erfahren. Sprich, was ist dein Lieblingsessen, deine Lieblingsfarbe? Sagen alle, dann hast du einen Vergleich da. Wenn der eine sagt, oh, über das Essen will ich nicht reden, weil ich bin zu dick, dann nehme ich lieber mein Lieblingstier. Und der nächste sagt, Tiere finde ich ja doof, will ich nicht beantworten. So kann man sich immer drum reden und andere Fragen erfinden. Deswegen waren eigentlich Tech-Videos dafür da, die gleichen Fragen weiterzureichen. Und selbst wenn man sie nicht mag, muss man sie beantworten. Und das war der Hintergrund. Und wer hat es erfunden? Der Schweizer. Wahrscheinlich irgendein so Meinungsforschungsinstitut. Die Schweizer Ricola. Eine neue Art und Weise. Ist haben. Egal, wir machen die. Reden wir einfach über Frechheit, ne? Die 2x10 Fragen ist doch Wumpe. So. Wumpe heißt das. Los Wumpos. Los Wumpos. Wie der Franzose sagt. Ach, ist es wahr. Die erste Frage von den ersten 10er-Part. War das erste Videospiel, das du komplett durchgezockt hast? Fuck. Also ich kenne die Fragen nicht. Das Spiel kenne ich nicht, aber es klingt lustig. Das Spiel, fuck. Also es muss irgendwas auf dem 64er gewesen sein. Und da kann ich mich nicht dran erinnern. Fuck. Also ich kann mich noch so gut an sowas wie Manic Manson oder so erinnern. Das ist aber, glaube ich, Amiga-Zeit gewesen. Also, oder nachher PC oder so. Ich müsste die Frage zweiteilen. Das erste Videospiel war Pong. Bei mir. Das kann man durchspielen. Kann man sowas durchspielen? Genau, deswegen sage ich, das kann ich nicht durchspielen. Aber ja. Pong kennt ihr, diese beiden Balken, die so hin und her am Rande zu bewegen sind, also, und zwischendurch ein Pixel. Die Gnade der frühen Geburt. Wir haben also die Möglichkeit gehabt, als es rauskam, dieses Spiel auch zu spielen. Auch ich habe Pong zuerst mal gespielt. So, dann durchgezockt. Es gab, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, da wird ein Freund von mir jetzt das besser wissen, weil ich habe ihm das Teil nachher verkauft. Es gab so einen kleinen Kasten mit einem eingebauten Bildschirm und 2 Controllern. Das war noch so der Vorläufer vor PC in Vektorgrafik. Okay. Und da gab es ein Spiel drauf, wo du so ein Dreieck warst und praktisch so, so andere Dreiecke abschießen musstest. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt, aber das habe ich als erstes durchgespielt. Der Apparat hat mächtig geruppelt, weil das irgendwie 1 Million Punkte waren und gar nicht mehr wusste, wie es geht, den Finger von vorne an. Okay. Das war das allererste Spiel und danach kam halt alles andere. PC, dann habe ich erstmal nur PC gespielt. Also C64 habe ich irgendwie komplett außen vor gelassen. Habe ich nur bei Kumpels gespielt, also nie durch, weil nur bei Kumpels. Und ich hatte denn erst als PC wirklich so weit war mit Games, habe ich da angefangen. Also kein 64er, kein... Nie gehabt, habe ich immer nur bei Kumpels. Ich war immer nur zu Gast bei Freunden. Ich war nie zu Hause, ich war immer nur irgendwo anders. Tut mir leid. PC Engine hatte ich auch immer gehabt. Auch mal so eine Konsole. Nee, das war bei mir echt eine PC. Also. Das war noch so zu LAN-Party-Treffen. Doom, glaube ich, war das erste. Doom? Ja. Dieses erste pixelige, also dieses... Ja, genau. Ja. Cool. Zweite Frage. Ja. Was war deine erste Computer-Videospiele-Konsole? Oh, ich habe sie gerade beantwortet. PC Engine. Cool. Also nicht wahr. Pong ist eigentlich auch eine Konsole. Wollte ich gerade sagen. Pong ist auch eine Konsole. Also Pong war meine erste Konsole. Wer hat das eigentlich hergestellt? Konami oder so? Konami oder Atari? Eins von beiden. Nee, irgendwas mit Ari war es, glaube ich. Atari, ja. Whatever. Könnt ihr nachgoogeln. Ja, ich habe doch keine Ahnung, Mann. Also wenn Thomas dabei wäre, dann würde das beantworten können. Richtig. Thomas? Schreib's in die Kommentare, Thomas. Mach's rein. Mach's uns rein. Drittens, was war deine Lieblingskinderserie, die nicht animiert war? Die nicht animiert war? Die nicht animiert war. Also kommt die Frage noch animiert noch? Oder? Nee, so. Nee. Ich darf jetzt nicht Captain Future sagen. Ich darf das nicht. War animiert. Das ist alles Zeichentrick. Captain Future, Biene Maya und so scheidet alles aus. Ja, ich hab's. Wie heißt der Knabe? Jim Knopf. Das wird ein Puppenspiel. Ja, ist aber, naja, also ich verstehe jetzt unter nicht animiert so reale Menschen. Nein, das ist eine nicht animierte, hier ist eine Animationsserie gemeint, das, damit ist also Zeichentrick. Oh, okay. Kinderserie, so einen echten, ich weiß nicht auch. Wie ist das nochmal? Jetzt kommt ein Karton. Rappelkiste, danke schön. Rappelkiste, stimmt. Rappelkiste ist doch, oder Sesamstraße ist doch auch eine Serie, oder? Ja, das stimmt auch, ja.
Oder ist echt eine Geschichtenerzählen-Serie gemeint? Dann wäre was anderes. Das wäre irgendwie was anderes. Kinderserie. Ja, also, ist E-Team eigentlich noch Kinderserie? Es kommt, also wenn wir jetzt wirklich die ganz frühen nehmen, okay, dann ist es sicherlich Sesamstraße, Rappelkiste und so weiter. Ja. Dazwischen gab es eine ganze Weile, in meinem Alter zumindest noch, dann kamen so Filme und Serien aus der Tschechei und so. Ja, Pantau. Pantau zum Beispiel oder Die Rote Zora. Pipi Langstrumpf und solche Sachen. Das kam dann und danach würde ich sagen, so als Serie Raumschiff Enterprise oder so. Das kam dann relativ schnell. Enterprise? Ja. A-Team. Ja, das war. Ja, richtig früh. Die haben irgendwie 80.000 Kugeln verballert und nicht eingetroffen. Das fand ich doof. Konnten die schießen. Das war blöd. Vierte Frage. Nudeln, Reis oder Kartoffeln? Sind war ziemliche Sprünge in den Themen, aber egal. Nudeln, Reis, Kartoffeln sind alles stark kalorienhaltige Lebensmittel. Nicht essen. Gefährlich. Du. Ich wiederhole die Frage. Nudeln, Reis oder Kartoffeln? Am besten gar nichts. Es ist, der Mann hat gern ein Wasser. Ich hätte gerne Wasser. Ich glaube, Reis ist vom Index her alles gleich scheiße. Reis. Reis drauf? Wenn du so darauf achtest, warum lacht der hier so dick, sag mal? Mensch. Der grinst nur breit. Ja, ist klar. Nudeln, Reis oder Kartoffeln? Kartoffeln finde ich eher langweilig. Also ich bin Allesesser. Kartoffeln finde ich eher langweilig. Reis. Ein Sofa. Reis zu irgendwie, okay, asiatischen oder so ist okay, aber ansonsten Nudeln. Schnell erschaffen bitte. Nudeln. Nudeln. Okay. Fünfte Frage. Star Trek, Star Wars oder Stargate und A-Team oder MacGyver? Das sind gleich zwei Fragen in einer. Wer auch immer sich sowas ausdenkt, hat keine Ahnung, wie man Tech-Fragen stellt. Aber egal. Star Trek, Star Wars oder Stargate? Machen wir mal als eine Frage. Star Wars. Deutlich. Okay. A-Team oder MacGyver? Was war das nicht? Und? Nee, A-Team oder MacGyver? Oh, das war jetzt böse. Ah nee, die A-Team, das war ein bisschen witziger. Also Star Wars ist für mich auch eindeutig so. Und nee, ich finde MacGyver, ein Typ, der mit einem Streichholz und einer Schnur irgendwie die Atombombe baut, ist einfach zu geil. Das war witzig, ja. Und er hatte so eine komische Frisur, die fand ich lustig. Ja, ich finde auch das zwischenmenschliche Verhältnis zwischen den A-Team-Membern immer cool. Das fand ich witzig. Wenn du permanent irgendwie betäubt wirst, um in den Flieger zu kommen. Okay. Sechste Frage. Zeitreise, Vergangenheit oder Zukunft und wohin? Das sind schon wieder zwei Fragen. Aber Alter, wir sagen ja nichts. Zukunft. Und wohin? Das ist zum nächsten Sex. Also mit der Zeitreise kann man nicht irgendwo hinreisen. Nur man kann nicht irgendwo hinreisen. Nein, bleiben wir hier. Also das ist dann hier? Ja, also hier auf dem Sofa, ja. Hier auf dem Sofa. Mit 90 sitzen wir hier, ja. Und Zeitreise übrigens nur ein paar Minuten. Wenn du die Fragen beantwortet hast, oder was? Ja. Komm, nachher ein bisschen zocken. Nee, also ich glaube, ganz ehrlich, so ein bisschen so wie die Feuerzangenbowle, so mit dem Wissen von heute ein bisschen zurück. Gar nicht mal so, sondern nur so mit dem Wissen von heute ein bisschen zurück. Wäre schon cool. Also ich glaube, da könnte man echt die Weltherrschaft an sich reißen. Also ja, natürlich Aktienkurse erstmal alle mitnehmen und dann ja, auf, zum Beispiel. Ich kaufe Yahoo, ich kaufe Google, ich kaufe Mac. Das ist ehrlich, also mit dem Wissen, das wäre cool. So ein bisschen, dann hätten wir, dann könnten wir die neue Technik hier kaufen. Wäre auch ganz cool. Vorher schon. Also man macht natürlich wesentlich weniger Fehler. Darum geht es ja eigentlich dann in der Vergangenheit. Ne? Die siebte Frage. Ja. Wenn du der letzte Mensch auf Erden wärst, wo würdest du leben? Einsame Insel, Großstadt oder einfach nur auf dem platten Land oder was sonst? Oh, ich denke mal, erstmal nehme ich das Sofa mit auf die einsame Insel. Ich habe ein bisschen Angst vor Zombies, deswegen. Nee, also ich glaube tatsächlich, ich würde eine Großstadt nehmen, weil einfach die Ressourcen da besser wären. Die ganzen Einkaufsläden wären ja noch da, aber auf einer einsamen Insel. Die Insel ist doch von New York gelagert oder von so einer. Ach so. Denk doch mal nach. Also. Entschuldigung. Wenn wir mal kurz mal rüberfahren. Achtens. Da haben wir aber übrigens richtig Zeit, Games zu zocken, weißt du das? Du bist der letzte Mensch, wir können da nicht zocken, du bist der letzte. Ah, welches ist das sinnloseste Spiel, das du immer wieder aus Langeweile zockst? In Klammern Solitär, Minesweeper, etc. pp. Es ist tatsächlich Solitär, ja. Wenn ich im Zug sitze, irgendwie zum Kunden fahre, dann hole ich das echt mindestens einmal raus. Echt? Das ist wahr, ja. Es gibt so geile Games auf dem Tablet oder so, ich hole auch Solitär raus. Tut mir leid, Timefresser. Ja, und selbst?
Das wechselt immer so. Also ganz früher war es Shuzzle, falls das jemand kennt, so mit kleinen, niedlichen, pelzigen Tierchen, die man farbentechnisch sortieren muss, damit sie aufploppen, ganz lustig. Dann war es, was war es denn noch, mal Army of Darkness, das Game zum Film irgendwie, so Wellen bekämpfen. Dann war es Death Star Tiny Tower. Und jetzt ist es gerade Dungeon Keeper. Also das ändert sich bei mir. Dungeon Keeper, echt? Das hast Dungeon du geholt? Keeper, ja. Das von EA so große, voll verbockte... Das, auf dem Tablet reden wir davon, ne? Ja, ja, also auf dem Handy. Also ja. Tablet auf dem Handy. Das ich hab's auch geholt, aber dann... du musst ja irgendwie Ewigkeiten bauen, irgendwie zwei, drei Tage. Ja, das ist so ein Ingame... Also die meisten also coolen Games sind ja Ingame-Bezahldinger, was ich nie mache. Deswegen mache ich das auch. Das dauert immer ewig, bis du irgendwas bauen kannst und so. Aber ich finde es trotzdem lustig. Das ist unter Klo-Game. Also sitzt ja, auf dem Klo, machst das mal. Sinnlos. Das ist ein Spiel, das steht ja aus Langeweile. Also, sowas ist das halt. Was Frage. Wäre, ist deine Superkraft, ist Frage 9. Er kann machen, dass die Luft stinkt. Was? Was wäre oder was wäre? Ist deine Superkraft? Du machst, dass die Luft stinkt. Das ist eine Superkraft. Nein. Und ganz ehrlich, es fallen reihenweise Leute auch um. Nein. Also, wenn ich eine Superkraft hätte, ja? Ja, was wäre deine Superkraft? Immortal, yeah. Nein, also... Kannst du das normal machen? Nein, natürlich nicht. Ja. Immortal. Also ich denke mal, der Wunsch zu fliegen hat irgendwie jeder. Also fliegen ist cool. Superkraft. Ja, also auch da würde ich wieder unterscheiden wollen zwischen wirklich so die extrem ultimativen oder die... Weltzerstörer. Die kleinen, aber fein. Was ich zum Beispiel auch cool finden würde, bisschen. Einfach ist, jede Sprache der Welt zu sprechen. Das würde ich total geil finden. Ist das eine Superkraft? Wenn das einer kann, würde ich das sagen, ist das eine Superkraft. Du gehst irgendwo hin, hörst zwei, drei Worte von irgendjemandem in Peru oder in Timbuktu und zack, sprichst du die Sprache, wie die das wollen. Das finde ich schon cool. So, und als, dann, und als andere... Das ist Haus und Zocks. Und als richtige Superkraft, ja... Wie war das? Wir brauchen hier Equipment, alle Aktienkurse wechseln der Welt irgendwie also, vorhersagen Batman können oder sein, so. Ja. Batman sein hat keine Superkraft so. Haben, aber das Geld. Genau, irgendwie so. Hey Bruce. Hä? Die nächste Frage verstehe ich nicht. Frage 10. Putin oder Europa, USA? Keine politischen Fragen. Vor allem, was ist denn das? Das ist so ähnlich wie Herr Meier oder Australien? Hä? Ja, Putin. Das steht nicht Russland oder USA, da steht Putin oder USA. Also Meier oder... Putin Russland? Ich habe keine Ahnung. Wer denkt sich das? Ganz ehrlich. Und Europa ist nicht USA. Hallo? Also jetzt auch wirklich nur mal konstruktive Kritik. Die meisten, die solche Fragen formulieren, sind irgendwie eher jünger, habe ich so das Gefühl. Nein, die haben sich was dabei gedacht, was aber nicht rüberkommt. Das kann ja auch sein, aber dann bitte mit Bedienung, sondern ich verstehe es nicht, weil das ist so Herr Meier oder. Also vielleicht soll ich die Frage darauf abziehen, welche Länder man am liebsten mag. Also Reisen mag ich überall hin. Leben möchte ich aber zum Beispiel weder in dem einen noch in dem anderen. Ja, aber ich kann doch nicht Europa schräge USA. Das allein sind schon zwei komplette Unterschiede. Ich verstehe ja, die Frage. Also ich möchte nicht in Russland wohnen, noch auch nicht in den USA und eigentlich möchte ich auch nicht in Europa wohnen. Hä? Ja, genau. Also, genau. Jetzt guckst du. Gut, ne? Das waren die ersten 10 Fragen. Das jetzt war ja eine schwere Geburt. Jetzt kommen noch weitere 10, die sich der gute Zockerman 123 selber ausgedacht hat. Juhu. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Buch oder Hörbuch? Buch. Warum? Was? Ich kann mich besser darauf konzentrieren, auf ein Buch als auf ein Hörbuch. Hörbuch ist so nebenbei reinrauschen, aber ich möchte, wenn ich ein Buch lese, mich auch nicht darauf konzentrieren. Das heißt, ich mache auch nichts anderes währenddessen. Buch. Ja. Ich kann also nicht ein Buch hören, zum Beispiel, wenn ich bei einer Auto fahre. Das geht gar nicht. Hörbücher sind zum Einschlafen da. So. Haustier ja oder nein? Nein. So, ohne Erklärung. Bitteschön. Ja, du hast keins, ganz einfach. Ich habe weder eins, noch glaube ich, würde ich mir eins anschaffen, weil es nämlich verdammt viel Arbeit ist. Und ich habe wenig Zeit. Das ist so. Also wir haben beide wenig Zeit. Und ganz ehrlich, bei den 10 Stimmen, die ich in meinem Kopf habe, habe ich schon genug zu tun, die irgendwie zu beschäftigen, wenn ich da noch ein Tier hätte. Hast du kein Tier im Kopf? Nee, es sind wirklich nur Stimmen. Außer, das sind Tierstimmen, das weiß ich aber nicht genau. Nee, die reden eigentlich, aber durcheinander. Bis auf einer, der summt immer. Das Tiere verstehen. Egal. Drittens, Land, schräger Dorf oder Stadtmensch? Stadtmensch. Ah, ein Stadtmensch. Oh, ein Stadtmensch. Ein Stadtmensch. Ja, die Werbung kennt doch kein Mensch mehr. War eine Milka-Werbung, glaube ich, ne? Ja. Ja. Okay. Ist bei mir aber auch so. Also ich liebe die grellen Lichter der Großstadt und Ressourcen, egal was du haben willst, du gehst einmal um die Ecke und hast es. Finde ich total geil. Und nicht ins Auto setzen, 80 Kilometer fahren. Ich fahre mal zum nächsten Dorf, um eine Banane zu kaufen. Shooter, Rätsel oder Rollenspiel? Shooter. Okay, ja. Ein Shooter im Rollenspiel-Genre mit Rätseln.
Das wär's. Spiele über Disk oder Download? Du hast deine Frage nicht beantwortet. Habe ich gerade gemacht. Hast du noch nicht mitgekriegt. Spiele über Disk oder Download? Disk. Ja, kann man im Zweifel wieder verticken. Ne? Das ist einfach eine Ressourcengeschichte. Genau. So. Absolutes Lieblingsgame oder die derzeit besten drei? Also aus Koop-Perspektive finde ich, ist Gears of War für mich einer der Highlights. Neben Army of Two. Und das würde ich auch immer wieder reinlegen übrigens. Das ist also eigentlich. Ja, jetzt fehlt für mich nur noch Borderlands in der Reihe, dann hast du meine drei und zusammengezählt. Ich war noch nicht fertig, aber Borderlands ist natürlich das nächste, genau. Das sind das sind die Top 3 bei mir und ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Also, das ist die Serie sogar tatsächlich. Ja. Also, ob es Gears ist, ob es Army ist, ich meine, die Games werden flacher, aber zum Koop-Zocken ist es immer noch richtig geil. Im Single. Und Borderlands im Single, absolutes Liebsten, aber die besten drei, steht jetzt nicht im Korb oder Single. Single wird schwieriger. Singleplayer ist schwierig. Ne? Single wird schwieriger. Oh. Sagen wir es mal so, ich habe mit Assassin's Creed furchtbar viel Spaß gehabt. Oh. Das ist mein Angstspiel, ist das eigentlich. Also egal welches auch, die werden zwar immer ähnlich und man macht immer das Gleiche, aber es ist trotzdem von der Grafik und von dem Setting und von der Storytelling, finde ich Assassin's Creed ziemlich gut, muss ich gestehen. Was habe ich noch im Singleplay sehr, also es gibt da vieles, was ich immer mal wieder irgendwie auch zocke, aber so die richtigen Highlights sind für mich immer Koop-Games. Ja, weil wir so viel machen, ne? Ja. Aber trotzdem spielen wir auch mal Single, ne? Ja, aber das rauscht dann irgendwie so durch. Also das guckt man sich zu Ende und wenn es durch ist, ist schon das nächste Game irgendwie im Slot. Also Far Cry bin ich. Ja, aber auch da. Also ich spiele auch im Prinzip jedes Game oder wie und durch und weg, genau. Ja. Und selbst wenn du dann echt alle Blätter sammelst und alle Bäume kraxelst und so, was ich ja permanent mache, also dann hast du da irgendwie deine, keine Ahnung, 100 Stunden in so einem Game, dann ist auch gut. Also, ja, aber wenn jetzt neues Far Cry angekündigt ist, dann sage ich, okay, freue ich mich, hole ich mir auch. Ohne das irgendwie zu sehen, was da eigentlich abgeht. So ist das schon bei mir eine Einstellung. Und Portal finde ich also total. Aber auch Spaß da gemacht. Rauscht einfach so durch irgendwie. Also das ist nichts, was irgendwie so, wo ich sage, ey, das. Ja, aber wenn hat vielleicht auch was damit zu tun, dass das, ich glaube, das ist auch wieder was anderes, wenn wir jetzt, keine Ahnung, 16 wären und vom Taschengeld uns so ein Game für 70 € kaufen müssen, dann spielst du das länger. Ja. Und jetzt ohne blöde zu klingen, wir kaufen uns so ein Ding und dann gibt es da noch Angebote, 3 zum Preis von 2 oder 5. So. Und ist das so, ne? Deal of the Week oder so und zack, hast du wieder 3 neue Games und die zockst du dann mal eben so an und durch. Und da hat man einfach mehr Auswahl und irgendwie bei Shootern ist es ja auch letzten Endes alles ähnlich. Ja. Schaust du selber auch regelmäßig Let's Plays von anderen YouTubern? Ja. Haben wir, glaube ich, in einem anderen Tech-Video beantwortet, aber können wir gerne nochmal machen? Ja, machen wir, tatsächlich. Also, um das auch gleich vorweg zu sagen, wir haben keinen Lieblings-Let's Player. wir gucken einfach gerne allen anderen Let's Playern zu. Ich übrigens auch sehr gerne Koop-Leute. Mhm. Wobei ich finde, dass auf die klassische Art und Weise, wenn man das auf die klassische Art und Weise macht, dann ist das Let's Play im Single natürlich. Ja, weil Koop macht nur das Sinn, was wir gerade machen. Genau, weil Koop ist wirklich sonst immer ein Gameplay und du hörst 2 bis 4 andere. Ja, noch 3, 4 andere Stimmen. Und dann hörst du jemand anderes und sagst, ey, das war ja geil. Oder, boah, hast du das gesehen und du hast nichts gesehen. Nein, hab ich nicht. Das wollten wir halt anders machen, deswegen unser etwas anderes Setting. Genau, aber wir gucken wirklich sehr, sehr viele Let's Plays von anderen YouTubern und auch nicht nur die großen, sondern auch eher die kleinen, weil da gibt es auch ganz viele kleine Perlen dabei, muss man echt so sagen. Echt coole Typen. Also das Problem bei YouTube ist halt, wenn du richtig groß bist, werden ja automatisch auch schon die Zuschauer zugespült und alle, die anfangen oder klein sind, da sind halt die Logarithmen hinter den Suchkriterien von YouTube und so einfach da, dass da ist man ein bisschen benachteiligt. Da muss man auf Seite 12 der Suchergebnisse gucken. Oder 1200, Oder 1200, um irgendwie solche Leute zu finden. Um da hochzukommen, nebenbei gesagt, ne, ihr müsst durchhalten, durchhalten, durchhalten. Das heißt nicht ein Jahr, sondern Jahre. Ja, und ein paar treue Fans und Zuschauer haben, so wie hoffentlich ihr da draußen, die uns hier zuschauen, dann hat man eine Chance, ein bisschen hochgespült zu werden auf Seite 11.800. Genau, eine Seite weiter. Wie bist du auf die Idee gekommen, mit YouTube anzufangen? Ich glaube, das haben wir auch schon beantwortet. Ja, genau. Die Fragen wiederholen sich ein bisschen. Aber ich kann nichts dafür. Das ist ein anderes Tech-Video. Zockerman, tut mir leid, haben wir schon mal beantwortet, aber machen wir gerne nochmal. Ich soll ja beantworten, genau. Ja, ich habe irgendwie schon ein bisschen YouTube gemacht und wir spielen seit Ewigkeiten schon Koop-Games
Und dann kam einmal die Idee, hey, Let's Play ist gerade so ein Thema. Ich habe voll Bock, auch Let's Play zu machen, auch wenn ich Let's Play zu machen, zusammen zu machen, aber halt Co-op-Games. Und so kam das halt. Ne? Das genau. ist übrigens schon ein Jahr her. Ja. Zeit verdient. Genau. Die Fragen sind sehr durcheinander. Nummer 9, im Game lieber fliegen oder fahren? Oder einfahren lassen, das steht hier nicht. Das steht ja nicht. Also fliegen, klar. Fliegen geht natürlich immer schneller, hallo? Ja, geht es um schneller oder ist es schöner? Schöner. Echt? Ja. Also ich zum Beispiel liebe es auch einfach nur bei Far Cry oder bei Assassin's Creed durch die Gegend zu rennen. Also wirklich gehen, rennen. Also nicht reiten oder nicht fahren oder nicht fliegen, sondern wirklich ineffizient. So. Man kriegt, nee. Ja, ineffizient, aber du kriegst viel mehr vom Setting mit. Ja, also wenn ich richtig Fun haben will, dann übersteige ich mir ein Auto und mache wiii und wuh und wah. Und dann zündest du erstmal den Zündschlüssel um. Und dann mach ich den Motor an. Arschloch. Ich setze mich in ein Auto und mache hui und hui. Und also, dann starte ich den Motor. Alle Leute draußen stehen so, was macht ihr denn da? Ja, sehr geil. Sehr geil. Ich glaube aber, ich sage es mal so, mit Flugsteuerung, vor allem mit umgekehrter Flugsteuerung habe ich Probleme. Fliegen, ich muss immer die Steuerung umdrehen, es geht sonst nicht. Also ich fahre lieber deutlich. Frage 10 und dann haben wir es auch geschafft. Was ist besser, Game-Welt oder reale Welt? Um was zu haben? Sex? Für dich ist die reale Welt. Für dich wäre die virtuelle. Wobei gerade. Ich habe gerade ein Angebot gesehen, da kommt jetzt dieses Jahr noch eine virtuelle Brille raus mit XXX, genau. Oh nein, richtig, oh Mann. Richtig krasse Geschichte. Oh Gott. Nein, schaue ich mir natürlich nicht an. Nein, nein. Liegt schon im Amazon-Einkaufskorb. Klick. Ja, was ist besser, Gamewelt oder reale Welt? Ja, reale Welt. Also reale Welt, um reell was zu erleben, Leute. Das ist wichtig. Auch echte Freunde sind nur reell. Ist der Satz richtig? Nur reale Welt, reale Freunde sind echt, so rum wollte ich das eigentlich sagen. Und aber virtuelle Reality sind natürlich die Möglichkeiten wesentlich größer. Auch cool, aber ich denke, ich bevorzuge dann doch die reale Welt. Mhm. Ja, also hat man eine Wahl? Kann ich wählen? Hab ich die Wahl? Ich meine, Pinkel mal in einer nicht virtuellen Welt. Wenn du in der realen Welt, dann bist du ganz schnell eingeholt. Ja, oder versuch halt irgendwie vom Dach zu springen und so 30 Kilometer weit auf dem nächsten Hausdach zu landen, weil durch so einen Sprung. Das machst du im realen. Man hat keine Wahl. Also insofern, Es ist cool, in der virtuellen Welt hier zu zocken, aber in der realen Welt ist es einfach geiler. Ja. Das waren 2x10 Fragen. Wir denken uns keine weiteren 10 Fragen aus. Nein. Sondern wir geben diese Fragen jetzt weiter. Da müsst ihr jetzt mit klarkommen, ihr armen von uns Getaggten. Und die Getaggten sind, ihr habt jetzt schon Angst, ich sehe euch das an. Also sagen wir es so, wenn ich das euch sehen würde, dann würde ich euch das jetzt ansehen. Man müsste eigentlich eine Facecam von allen Leuten sehen, die gerade zuschauen. Das wäre cool. Das wäre also, sehr cool. Du hast doch von Batman gesprochen, der hatte das doch so, dieses... Hat er das? Ja. Was? Da hat er doch den Joker mitgetrackt. Das war doch so aus allem... Das so? Ja. Das war doch bei X-Men so, dass der man konnte alle Leute sehen. Whatever. In der großen Kugel. Zu viele... Wir taggen. The Gamer First. Der Side Tiger. Bütti. Und Panda Plays. Alle hier unten im Kommentar nochmal verlinkt. Das war's. Das war unser Tech-Special. Vielen Dank fürs Zuschauen. 2x10 Fragen. Jo. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.